großer Ehrungsabend des FCN. Traditionell rund um den Geburtstag des Clubs würdigt der Dachverein des 1. FC Nürnberg seine langjährigen Mitglieder. Zum ersten Mal dabei waren auch die beiden Vorstände, Nils Rosso und Robert Palikutscher. Aber auch zahlreiche weitere Gäste waren neben den zu ehrenden Mitgliedern anwesend und feierten in einem würdigen Rahmen deren Verdienste rund um den Club. Fantastisch, für mich eigentlich unvorstellbar, ein ganzes Leben zusammen mit dem Verein zu bestreiten. Definitiv was, was man feiern sollte. Und der Anlass ist, glaube ich, sehr gebührend heute. Ohne Mitglieder kannst du keinen Verein führen, ohne Mitglieder hast du keinen Background, hast du keine Möglichkeiten, irgendwas zu tun. Du hast halt diese Unterteilung zwischen Aktiven, Passiven und denen, die für das Ehrenamt auch tatsächlich willig und kundig sind. Und von dem her ist es, glaube ich, ein Stück, jetzt hier speziell beim Club auch mit diesem Dachverein oben drüber, wo du nicht nur Fußball hast, sondern auch die anderen Sparten, Einzelvereine, dass man ein Stück zurückgibt. Dass man ein Stück Danke sagt für die langjährige Tätigkeit, für die langjährige Treue. Diese Treue zeigte sich auch in der Zeitspanne, für welche die Mitglieder geehrt wurden. Von 25 über 50 bis hin zu 70-jähriger Mitgliedschaft war alles vertreten. Und das sportartübergreifend. Denn nicht nur Mitglieder der Fußballabteilung wurden gewürdigt, sondern auch vom Schwimmen, Tennis und der Skiabteilung. Tatsächlich Leute zu sehen, die 50, 60, 70 Jahre Mitglied sind, also es ist mehr als beeindruckend. Also wir haben heute eine ganze Menge 90-Jährige hier gehabt, die aber immer noch quasi dem Verein die Treue halten, egal was da kommt. Und das ist schon ein Sinnbild auch von dem Verein hier. Keine einzige Abteilung, auch nicht der Fußball, wäre überlebensfähig, ohne dass Menschen sich speziell dafür einsetzen, dass der Verein vorankommt. Zum Schluss wurden auch die drei Nachwuchsspieler, Nils Pivanec, Sed Korac und Ekin Celebi, für ihre Einsätze in der Nationalmannschaft geehrt. Für den 19-jährigen Celebi eine besondere Auszeichnung, und das inmitten der langjährigen Mitglieder. Das ist natürlich wahnsinnig, wie ich hier die Leute sehe, 70 Jahre Mitglied beim Club. Ist unvorstellbar für mich. Die Treue ist außergewöhnlich und es ist auch außergewöhnlich, dass man so viele Menschen hat, die so lange treu geblieben sind. Also da sieht man schon, der 1. FC Nürnberg ist was ganz Besonderes. Das merkst du ganz arg, wenn du mit den Leuten sprichst. Das ist wirklich Herzenssache. Und die Herzenssache kannst du eigentlich nicht mit Geld aufwiegen. Und deswegen glaube ich, auch das sieht man hier. Da ist viel Herzblut dabei, viel Liebe. Im kommenden Jahr werden dann wieder Menschen geehrt, die mit ganzem Herzen und voller Leidenschaft den FCN schon viele Jahrzehnte unterstützen.